Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge. Holly schiebt die Kamera mal ein bisschen nach da, damit man den Greenscreen da hinten, also das Ende des Greenscreens, nicht sieht. Ich wollte heute eigentlich eine weitere Mod mir ansehen. Bin ich irgendwie lauter als sonst? Hallo? Hat die Katze was umgestellt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert es gerade gar nicht. Egal, welche Mod ich downloade, auch die, die funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Es haben viele das Problem momentan. Ich hoffe, es wird schnell gefixt, denn es kann doch nicht sein, dass wir von Problem zu Problem stoßen. Naja, auf jeden Fall machen wir dann heute einen Daily Run. Die muss man ja so oder so machen. Und bevor ich sie vergesse, legen wir jetzt los und spielen mit Apollyon. Let's go, Daily Run mit Apollyon. Wir müssen ja 31 Stück hintereinander machen. Ich habe jetzt wieder 2 Stück hintereinander. Ich habe eine Zeit lang wieder aufgehört. Und wir können direkt wechseln und Judas spielen. Let's go, Mann. Verdammt cool. Diesmal ziehe ich das aber durch. Diesmal wird mich nichts aufhalten. Diesmal werde ich auf jeden Fall die 31 Daily Runs zu Ende machen. Ach, ich fauler Sack, mir war das einfach zu blöd. Ich habe das halt irgendwie wieder vergessen. Dann dachte ich mir, wow, was für eine Scheiße. Darauf habe ich keinen Bock. Naja, so, die Daily Runs, ihr könnt euch wieder mit mir messen. Und, ja, könnt einfach den Daily Run starten. Könnt ihr natürlich erst bei mir sehen, um zu gucken, was ihr tun solltet und was nicht. Daily Runs bestehen so, dass du, wenn du Schaden nimmst, Item aufhebst oder unnötig Bomben einsetzt, dein Space-Item sogar, wenn du das einsetzt, zieht es dir sogar Punkte ab. Was ist das hier? Entfestet, okay? Ja, deswegen muss man perfekt spielen, ne? Ich bin irgendwie lauter als sonst, glaube ich. Naja, egal. So, hey, ihr Süßen. Wäre schön, wenn ich euch einsaugen könnte einfach. Schade, ich hätte voll Bock auf The Garden. Voll Bock auf The Garden. Das sind auch irgendwie, das ist so eine Gartenmod. Ja, tatsächlich, Überraschung. Und dort kannst du halt, naja, dort hast du 15 passive Items, neue Räume, einen Garten. Nein, ich wurde getroffen. Oh, wie ekelhaft ist das denn? Jetzt bekomme ich direkt Minuspunkte. Naja, ist okay. Uff. Ich werde versuchen, wir müssen auf jeden Fall in den Dark Room. Ich werde versuchen, alles Mögliche zu machen. Ich werde versuchen, Hasch zu machen. Ich werde versuchen, den Boss Rush zu machen. Ich werde versuchen, einfach alles zu machen. Weißt du, auch Mega Satan. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Da müssten wir dann auf Angel Deals gehen, theoretisch. Oder halt im Opferungsraum so lange spielen, bis die Engel auftauchen. Alles möglich, um Punkte zu holen. Gegen die Cheater auf den ersten Plätzen hat man eh keine Chance. Ja, es gibt Cheater. Die cheaten sich die Punkte. Keine Ahnung, wann die eigentlich damit aufhören. Aber die existieren. Das sauge ich ein. Wir bekommen Luck Up und Tears Up. Sehr schön. Ja, das ist Apollyon. Passive Items, die du nicht brauchst oder so, die werde ich auf jeden Fall einsaugen und gib dir dann irgendwelche Stats Boost. Wenn du jedoch, ach du Scheiße. Wenn du jedoch Space Items einsaugst, dann bekommt dein Space Item diese Effekte. So kannst du sie stapeln. Du musst nur aufpassen. So habe ich nämlich einen Daily Run verloren. Du musst nur aufpassen und zwar, wie soll ich sagen, ich werde das nicht mitnehmen. Ich hoffe einfach mal, dass ich auf Devil Deals gehe und dann easy peasy, jetzt Judas Shadow wieder kommen und mir dann das Leben hole. Ja, du musst aufpassen, du setzt ihn nämlich auch direkt ein. Ich habe nämlich dann auch eingesaugt. Ich dachte, ich überlebe das Ganze mit einem halben Herzchen. Aber dann habe ich den Razorblade eingesaugt und der Effekt hat sich direkt aktiviert und ja, fertig. Gegessen die ganze Sache. Ich bin tot, Mann. So, was haben wir hier drüben? Wir haben auf jeden Fall eine Batterie, können hier einsaugen. Boah, das ist eine gute Frage. Nehme ich das mit? Ich glaube, das nehme ich tatsächlich mit. Jetzt. Ja, ich nehme das jetzt mit. Genau. So, plus 12 Tier-Delay. Das tut weh. Aber vielleicht können wir das irgendwie wieder ausgleichen. Vielleicht bekommen wir gleich etwas Cooles. Brimstone oder sowas. Wer weiß. Dann könnten wir auf jeden Fall easy den Bosswash machen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ah, kein Bömmchen. Okay, nehmen wir das mit. So, ich erzähle hier jetzt mal exklusiv, was sonst so abging. Heute habe ich wieder rumtelefoniert, sind rumgefahren. Haben jetzt noch mehr Möbel bestellt übrigens. Mit dem gleichen Lieferservice. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dumm war oder nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall alles bestellt. Ich hätte vielleicht noch mein Space Item aufladen sollen. Upsi. Und aber diesmal bei einer anderen Firma. Und auf jeden Fall, was die Stühle betrifft, so heißt es, dass der Möbelladen, den ich zur Verfügung gestellt hat, als ich beim Logistikzentrum da angerufen habe, und als ich dann beim Möbelladen angerufen habe, haben die gesagt, ja, die haben es irgendwie nicht mitgenommen, also die haben es auf jeden Fall gegeben. Dieses Hin und Her. Mir ist es letztendlich egal, habe ich gesagt. Ich möchte einfach nur meine Rückenlehnen. Und die bekomme ich dann. Ich bekomme dann Ersatzrückenlehnen. Ja, ich fühle mich immer für so einen Verbrecher, weißt du, als würde ich irgendwie die, als hätte ich die, aber will jetzt noch mehr Rückenlehnen, die ich dann auf eBay verticke oder sowas. So fühle ich mich, Mann. Das ist voll blöd. Naja, so, was haben wir für ein Devil Deal? Das ist ein geiles Item. Oh mein Gott, leck mich am Arsch. Yes. Oh mein Heil. Ja. Wow, ist der Daily gut. Der Daily ist richtig gut, Leute. So, jetzt sind wir eher. Wir nehmen das hier auf jeden Fall auch mit. Verlieren hier und dort ein paar Punkte. Gehen jetzt, glaube ich, nicht zurück. Scheißen auf diese blauen Herzchen, sondern gehen einfach weiter. Zeit sparen und so. Scheiß auf die blauen Herzchen.
Glaube ich, vielleicht sollte ich sie doch lieber mitnehmen. Nein, ist zu spät. Wow, Leute, okay. Sehr schön. Ihr müsst mal trotzdem auf Angel Deals gehen, einfach um zu gucken, ob ihr da schneller wärt, bessere Punktzahl. Vielleicht hättet ihr dort Godhead gefunden oder so. Leck mich am Arsch, Mann. Der Run gestern war ja super und jetzt das hier? Puh. Okay. So, worüber kann ich noch reden? Einer hat in den Kommentaren geschrieben, dachte ich mir schon, Luxusprobleme sind was Schönes. Er hat geschrieben, nö, Luxusprobleme sind was Schönes. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir einen Pool geholt habe oder so. Ich habe einfach nur, okay, es ist natürlich, nur wir reichen YouTuber haben Möbel in unseren Wohnungen. Das könnt ihr natürlich jetzt nicht nachvollziehen, die Leute, die nur in Pappkartons wohnen, nicht wahr? Wie alle von euch, nicht wahr? So ist es ja, denn ich hole mir natürlich so luxuriöse Gegenstände wie Möbel. Ja, das finde ich auch Quatsch, ne? Das ist einfach Möbel. Ich habe den Service genommen. Ich habe keinen Führerschein. Lieferung. Ich dachte mir jetzt, weißt du, weil das ziemlich nervig ist, ich könnte Zeit sparen, wenn ihr das aufbauen. Dachte ich, okay, wenn es angeboten wird, nimmst du mit. Ja, ist auf jeden Fall ordentlich. Habe ich mir aber ordentlich gegönnt hier. So, zack, das nehmen wir mit. Und wir gehen jetzt weiter und suchen mal die ganzen Itemräume ab. Flup, flup, flup. Was haben wir hier drin? Die Golden Remote könnte man mitnehmen, aber brauche ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob wir sogar Punkte bekommen, vielleicht wenn ich das einsauge, oder ob ich nur Minuspunkte mache, weil ich mein Space-Item einsetze. Fragen über Fragen, aber wir machen jetzt nur das Notwendigste, versuchen schnell zu spielen. Ich möchte unter 100 sein, ich möchte in den unter 100 Club, bitte. Wenigstens am Ende meines Runnes, am Ende des Tages ist mir scheißegal dann. Nur als Beweisvideo auf YouTube, damit ihr sagen könnt, scheiße, bist du geil, Holly. So. Na, machst du ihn tot? Sehr gut, perfekt. Und hier haben wir Range Up. Lass mich kurz überlegen. Ich hoffe eher, dass es was anderes bringt. Und zwar Tears Up. Ne, es hat Range Up tatsächlich gebracht. Und ein bisschen Speed Up. Okay. Oh, ich habe nicht drauf geachtet, ob das jetzt Minuspunkte gebracht hat. Mein Space Item. Na, da muss man ein bisschen drauf achten, ne? So. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen schönen Vitrinschrank und auch ein Sideboard bestellt. Mega cool sieht es aus. Es passt auch gerade so rein. Und das wird super. Das wird super. Ich könnte natürlich sagen, wie das heißt. Das ist das Kando. Vielleicht will das einer von euch auch holen. Das Kando. Ja, könnt ihr mal googeln. Da wird euch direkt der Möbelladen gesagt. Was hier wieder heißt Product Placement. Aber hey, ich, vielleicht hole ich mir einen Roller. So ein kleiner Tipp, wie der Möbelladen heißt. So, gucken wir mal. Ja, Kando ist auch ein neues Modell, haben wir erfahren. Recht teuer, aber es sah so gut aus. Es würde auch super zu uns passen. Und das ist doch das letzte Möbelstück. Dann heißt es erstmal wieder Geld sparen. Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen. So. Außer die Teile kommen nicht an und sind wieder verscherbelt, dann heißt es Geld ausgeben vor Gericht. Nein, die sind ja alle super, ne? So, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Okay, diesen Schlüssel nehmen wir mit und weiter geht's. Ich finde deinen Look übrigens ziemlich interessant. Wow, wieso bist du plötzlich so schnell geworden gerade? Sehr cool. Oh, und wir haben heute bei Subway gegessen. Lang. Ich habe bis jetzt nur einmal bei Subway gegessen. Und ist immer fies, wenn ich über Essen rede, ne? Und ihr gerade am Einschlafen seid. Aber auf jeden Fall, bei Subway habe ich einmal gegessen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo wir das Fantreffen gemacht haben in Hamburg. Also vor 4 Jahren oder so. ich saug dich ein. Und wir bekommen Damage Up und Luck Up. Yes. Auf jeden Fall vor ziemlich langer Zeit. Ich war sehr überfordert, weil ich nicht das Prinzip von Subway wusste. Die haben dann plötzlich 1000 Sachen gefragt. Und ich hatte einfach nur Angst. Diesmal... Es gibt ja jetzt auch so, habe ich gesehen, Gerichte, wo du halt auch so, also schon, ne, du kannst sagen, so das Thunfisch-Sandwich und dann halt nur noch die Soße auswählen. Und ich hatte ein Thunfisch-Sandwich und das war super. Meine Güte, das war lecker. Das war lecker. Schade, dass ich all die Jahre nicht hingegangen bin wegen meinem Trauma. Ja, echt ein Trauma. Weißt du was, das nehme ich mit für ein Devil-Deal-Item. Ja, nehmen wir das halt mit, ne? Zieht halt ein bisschen Punkte ab, aber da kann man jetzt da... Das ist jetzt nicht so schlimm. Die Punkte, die abgezogen werden für Items, die man aufnimmt, sind nicht so schlimm. Das kann man in Kraft nehmen. Da verliert man ein paar Punkte, aber nicht so viel. So, sehr schön. Viel Leben. Denn ich würde ja gerne trotzdem noch Mega-Satan machen, aber dafür müsste ich dann Schaden nehmen. Und das wiederum gibt Minuspunkte. Deswegen muss man jetzt wissen, wie viele Punkte gibt eigentlich Mega-Satan. Lohnen sich diese Minuspunkte für die Pluspunkte? Ja, Daily Runs sind schon sehr... Sehr kompliziert. Man muss sie eine lange, lange Zeit spielen, um sie dann zu verstehen. So. Da, da, da. Um es alles richtig einzuschätzen und so. Ih, das ist eine blöde Kiste. Relax, okay. Bekommen wir hier vielleicht ein bisschen Loot, den wir aufheben können? Ja. Ja. So. Was habe ich hier? Ein paar kleine süße Spinnen, die wir zerlegen. Perfekt. Wenn ihr dieses Video hier seht, könnt ihr auch gerne auf Stream vorbeischauen. Auf Twitch, Mann.
Da spiele ich gerade Nioh. Ihr habt wahrscheinlich dann viel verpasst, aber ich würde so oder so sagen, folgt meinem Channel, denn ich betreibe ja beides. Ich streame gern und mache auch YouTube und das macht mich manchmal fertig, weil ich für beides was machen muss. Und das mache ich fast so gut wie täglich. So, und das ist schon... Da kann man sagen, das ist schon etwas anstrengend. Zieht das jetzt auch? Ne, das zieht nichts ab, aber diese Bombe, die ich lege, zieht ab. Aber dafür ist da hoffentlich Geld drin. Nein. Na gut, ist besser als nichts, ne? Ich dachte, da ist ordentlich Geld drin und wir holen uns Pluspunkte. Aber gut. Perfekt. Ich hoffe, irgendwann hören die endlich auf zu cheaten hier in diesem Spiel, wenn es unbeliebt ist. Und dann kann man ja mal ordentlich ein paar Punkte machen. So, zack. Es gibt ja auch irgendwie eine Seite, da habe ich noch nie reingeguckt, aber die heißt Greedbutt oder so, heißt sie tatsächlich. Und da kannst du dich mit anderen auch messen und da, also ohne Cheater, weißt du, da kannst du dich dann messen. Muss ich mir mal anschauen, Greedbutt, keine Ahnung, das nehme ich mit. Was haben wir hier? Damage dazu bekommen und ein bisschen Speed-Up, das sind schöne Sachen. Ich schnapp mir noch ganz kurz die Batterie hier, flups, oh, das gibt auch Punkte, dann setze ich das so ein und nehme es wieder mit. Oder? Was? Okay, gut, weiter geht's. Ich habe es gerade nicht gecheckt, ich habe irgendwie keine Pluspunkte für die zweite Batterie bekommen. Alles Verarschungen, Mann. Dich lege ich mal, spreng ich. Und eigentlich hätte ich auch hier sprengen können. Beziehungsweise... Oh, dann nehme ich das hier kurz mit. Ja. Und hoffe, dass ich jetzt einfach mal... Achso, wir kriegen noch eine Karte. Chariot. Okay, gut. Ich nehme jetzt erstmal Two of Diamonds mit. Werde es vielleicht gleich auf der nächsten Ebene einsetzen können. Oh ja. So. Wir hatten ziemlich viel Geld, aber ich will da eh nichts kaufen, ne? Da war ja eh nichts Besonderes. So, let's go! Hallöchen, Gish, machen wir dich kurz fertig. Ich weiß schon, was ich einsorgen werde, aber erstmal gucken wir in den Devil Deal. Vielleicht will ich da was einsorgen. Vielleicht Krampus Head? Vielleicht kommt der Krampus mit seinem Köpfchen. Das wäre super! Okay, da ist der Devil Deal und es ist nicht Krampus, es ist heilige Scheiße. Okay, das darfst du nicht einsetzen mit deinem Space-Dingsbums-Kirchen, also mit deinem Void nicht einsaugen. Stirbst du schnell. So, Gish einsaugen. Wir bekommen Shotspeed und Speed up, wunderbar. Und jetzt können wir weitergehen in die nächste Ebene. Machen dort alles fertig und dann gehen wir vielleicht zu Delirium auch noch irgendwie nach Mega Satan oder nach The Lamp. Das wäre noch super für die extra Portion Punkte. Aber wir müssen natürlich jetzt auch schnell spielen. Ich setze mal kurz Hermit ein, damit ich weiß, wo ich hin muss. Ja, dieser Sack muss auf jeden Fall mit, denn der droppt Sachen und das wiederum bedeutet ziemlich viel Kohle. Und warte mal, apropos Kohle, die droppen jetzt auch ziemlich viel Kohle, die Gegner, jetzt, wenn ich sie abschieße. Wunderbar, ich muss nur gleich ganz kurz backtracken. Aber das machen wir ganz schnell. Das multidimensionale Baby ist ganz gut, aber vielleicht sauge ich das ein. Ich will irgendwie alles einsaugen. Scheiße, Mann. So, gehen wir mal kurz hier rein. Die drei, die Reroad-Stuff, der auf dem Boden liegt, aber überall, nicht wahr, oder? Ja, nicht meine Two of Diamonds-Karte, mein Freund. Nicht meine Two of Diamonds-Karte. Ungern, aber dieser Dime kann auf jeden Fall mit. Holy shit, okay. Sehr schön. Die Katze miaut. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber die ist richtig gehypt, aber wenn es Essen gibt, die flippt dann total aus. Die miaut richtig. Ich weiß nicht, ist das normal? Die ist richtig gehypt auf Essen. Die mag Essen sehr gerne. Scheiße. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rein. An dir würde ich auch sehr gerne spielen, aber Minuspunkte und so. Gut. Zack, dann holen wir uns gleich den Sack, setzen aber erstmal Two of Diamonds ein. Dann sollten wir 25, irgendwas mit 71 Münzen haben. Ne, 81, ne? Oder so. 99, okay, warte mal, doppelt? Ach so, er dupliziert dann das Doppelte noch. Ach so, ja gut. Ja gut, das musst du auch erstmal wissen, ne? Das musst du auch erstmal wissen. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Und die Batterie hier. Ja doch, die gibt nur ein paar Pluspunkte dazu. Okay, gut, dann weiter geht's. Gut, machen wir Geld. Ich habe es auch nur mitgenommen, damit wir die Punkte dazu bekommen. Wichtig ist es natürlich, im Schatten zu stehen von unserem kleinen Inkubus. Ne, Succubus ist das. Ich verwechsel die immer. Immer verwechsel ich die. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Dann können wir jetzt gegen Mom kämpfen und auch den Bosswash machen für die Punkte und für das Item natürlich, was uns dort erwarten wird. Sehr schön, schön im Schatten stehen. Schön im Schatten stehen. Ach so, wir müssen das Polaroid mitnehmen. Ich dachte, der ist Dark Room. Ah, das heißt nur Daily Run, ne? Oh, Tractor Beam nehme ich sehr gerne mit. Kann ich das nicht so... Habe ich es eingesogen? Nein. Ah, ich dachte, ich habe es eingesogen. Weißt du, das andere Space-Item. Sehr cool. Ich mag das Item sehr, weil es jetzt alles bündelt, weißt du? Da können wir unsere Triple Shots jetzt sehr gut bündeln. Mag ich. Bin ich Fan von. Naja, pfeif du nur. Und wir können jetzt noch mehr Säcke generieren, noch mehr Geld. Vielleicht kriegen wir gleich eine Strength-Karte oder sowas. Das wäre super. Oh, ich freue mich schon auf Hasch. Falls wir nicht weggepottet werden.
Das wäre natürlich doof. Ja, wir könnten jetzt Chariot einsetzen, dann sind wir etwas länger in diesem Modus. Okay, das dauert hier gerade etwas länger, aber ihn zu töten, lohnt es sich auf jeden Fall. So, genau, weil Karteneffekte doppelt eingesetzt werden, deswegen sind wir hier so lange in diesem Modus. Komm schon her, Mr. Schattenman. Gut, dann renne ich halt dir hinterher, verdammt nochmal. So, oh Gott, ich dachte, ich wurde getroffen, aber wurde ich nicht. Ich bin ein verdammter Profi. Was ist das für eine Karte? Ich will die haben. Was ist das für eine schnieke Karte? Ist das eine World-Karte? Okay, könnte man für die nächste Ebene behalten. Autsch. Kommt der denn her? So, komm schon, gib mir eine Strength-Karte. Das wäre super. Damage ist ja ziemlich akzeptabel. Was wurde hier... Ach, Loki. Ich habe mich schon gewundert, woher diese Fliege kommt. So, aber sie kam mir sehr vertraut vor, Loki. Loki und ich sind Bros. Da sind wir jetzt, ne? Ziemlich locker hier. Ja, wenn wir uns gegenseitig umbringen, kein Problem. Ich glaube, ich wurde noch nie von Loki getötet, oder? Gut, kann ich diese Aussage machen? Bei fast 2000 Spielstunden. So. Da. Okay, wunderbar. Weißt du was? Ich setze jetzt hier Temperance ein. Oh, doppelt sogar. Und wenn ich gleich zufällig getroffen werde, kann ich ja daran spielen. Und dann Geld machen. Dann kann ich aus meinem Verlust was Positives machen. Hallo, blaues Herzchen. Mann, ich will unbedingt in diesen, also Mega-Satan machen. Oh, Mist, da wurde ich wieder erwischt. Und natürlich machen wir das jetzt hier. Oh, der ist direkt in die Luft geflogen. Okay, sehr interessant. Und hier haben wir jetzt noch mehr Stuff. Ja. Die ganzen, also, warte mal, das Space-Item? Nein, dann sauge ich ja das Space-Item ein. Das ist kacke. Nein! Mist. Da wird es ja auch eingesetzt. Ah, egal welches Item gleich kommt, ich darf es nicht einsaugen. Nicht wieder diesen Fehler machen und mir dann durchs Einsaugen Schaden machen. Das ist nicht cool. Okay, sehr gut. Deswegen kann ich auch die Space Items nicht einsetzen. Mist. Blödes Teil. Ja, du bist tot. Na komm, schneller. Also zeitlich werden wir auf jeden Fall nicht unter 100 kommen, aber mir geht es um die Punkte. Ich könnte ja mal irgendwann einen richtigen Speedrun machen. Dann sind wir aber vielleicht schnell fertig. Also dieser Run hätte sich angeboten als Speedrun, aber ihr mögt ja längere Folgen. Deswegen. Ich hoffe, demnächst wird wieder der Steam Workshop funktionieren von der Binding of Isaac. Oh, ziemlich blöd, Mann. Ziemlich blöd. Zack. Wenn es bei euch funktioniert, Glückwunsch. So, was haben wir hier? Credit Card. Da könnten wir uns gleich gratis etwas holen. Oder hier Chariot und dann an diesen Automaten hier spielen. Sehr schön. Bisschen Geld machen und so. Na komm, setzen wir mal Chariot ein. Dann schon. Nicht wahr? Komm schon. Drop mehr. Nein. Nicht das. Panik. Oh, ich könnte eigentlich das hier mitnehmen und dann... Okay, hier haben wir ein HP ab. Oh, da hat er mich getroffen. Aber ich kann jetzt... Nein, was? Das zieht mir trotz Polaroid was ab? Wow. Ja, da sollte man erstmal seine Items kennenlernen, was? Ich dachte, mit dem Polaroid-Effekt sind wir jetzt erstmal geschützt. Das ist ja doof. Und nimm die Credit Card mit. Okay, hier kriegen wir jetzt voll viel Minuspunkte. Aber das ist mir egal. Eigentlich nicht. Okay. Oh Gott, hier haben wir ein kleines Problem. Das müssten jetzt die letzten sein, ne? Was haben wir hier? Devil. Na, da kommst du aber früh. Yes. Ja, das waren die letzten. Okay, ich glaube, das haben wir sogar gestern im Daily Run auch bekommen. So, was haben wir hier? Hierophant. Yes, das ist Leben. Wunderbar. Credit Card. The World. Ja, kann ich nicht einsaugen, sonst bekomme ich dieses blöde Item da. Ah, das ist natürlich doof. Okay, let's go. Keine Zeit verschwenden. Noch Hasch machen. Unter 20 Minuten Hasch. Das sollte drin sein, außer wir werden jetzt weggeportet. Eine Theorie ist ja, habe ich bei Noxy das gehört, das habe ich selber nicht gelesen, die Theorie. Dass es davon abhängt, wenn du viele Items trägst, wenn du zum Beispiel einen frühen Gamebreak machst oder so, dann erkennt es das Spiel und dann wirst du reingeportet in den... Ich setze mal hier The World ein. Dann wirst du reingeportet in den... Also ins Void, zu Delirium. Das besagt eine Theorie. Das bringe ich auch. Goathead? Kein Goathead, okay. Okay, also falls ihr euch gegen mich messt, ne? Also nicht verwechseln, dass ihr, wenn ihr schneller seid. Also schneller sein ist auf jeden Fall drin, aber die Punkte, ne? Also wenn ihr euch mit mir messt, dann Punkte. Schön auf die Punkte gehen. The Sun, ich wusste, dass wir... Okay, ich wusste, dass wir noch eine World-Karte bekommen, aber The Sun ist natürlich noch angenehmer. Okay, let's go. So viele Herzchen. Leider kein Raum, wo wir uns die Schlüssel geben können. Hanged Man. Okay. Sollte vielleicht aufhören, das Ganze so komisch zu singen. So, jetzt eine Chariot. Das wäre super. The Stars. Ugh.
Okay, wir könnten theoretisch jetzt... Dieser Schaden, ne? Wird man sich immer beschmutzt. Erstmal das hier mitnehmen und da könnten wir jetzt Hanged Man einsetzen. Hier reingehen. Guten Tag. Enttäuscht werden, dass hier nichts Cooles drin ist. Aber eine Münze aufheben. Und wieder rausporten und hoffen, dass wir jetzt in dem Raum sogar reingeportet werden. Genau, das schon mitnehmen. Und easy peasy das hier. Sehr schön. Gut, was ist hier drin? Im Geheimraum? Ulala, die geben auch schon ziemlich viele Punkte. Gut. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg zum Boss. Das ist super. Zack, zack. Sehr schön. Hier freue ich mich jetzt gerade. Im Daily Run ist Sight of the Keeper super. Es wäre cool, wenn es auch irgendwie greedier Runs geben würde, ne? Im Daily Runs. Das wäre natürlich auch super. Und das Scherzchen weiß ich nicht, was das macht. Und da habe ich jetzt Angst, es mitzunehmen. Seit ich irgendwie letztens auch ein Item verloren habe. Okay, rein hier. Beziehungsweise seitdem ich, na, wie soll ich sagen, ein Item eingesetzt habe und dann war mein Space-Item weg. Und dann konnte ich kein Gamebreak machen. Das habe ich ja hochgeladen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Okay, erstmal hier reingucken. Campus Head vielleicht, das wäre super. Wir haben auch noch ordentlich Batterien. Sodass wir alles wegsaugen könnten. Das ist Campus Head. Perfekt. Eieieiei, okay, hier ist direkt eine Batterie. Das ist natürlich immer super. Da seht ihr, man setzt es halt direkt ein. Aber das wisst ihr natürlich jetzt. Zack, zack, zack. Und das hier setzen wir auch ein. Jetzt können wir... Wow, das ist gut, Mann. Das ist sehr gut. Leider haben wir nur nicht den Effekt des Fliegens. Das wäre natürlich super, so dass man sich so Fliegen holen könnte, ne? Naja, funktioniert leider nicht. Gut, wir setzen jetzt das Sun ein und gucken mal, hier ist ein Zacki-Zacki-Raum. Wir könnten... Wollen wir es mal machen? Wollen wir in einem Run alles machen? Ich hoffe nur, dass wir jetzt viel Leben dazu bekommen. The World schon wieder. Okay, langsam ist nicht mehr witzig. Ich hoffe nur, also wir werden jetzt ziemlich viel Schaden nehmen, klar. Aber mal gucken, ob es sich lohnt. Mal gucken, wie weit wir hochkommen jetzt. Ne, probieren wir mal einfach alles in einen Run zu machen. Vielleicht haben wir sogar die Chance, nach der Chest oder so Delirium zu machen. Dann haben wir alles in einem Run gemacht. Außer halt Satan und so. Satan und Co. Hey. Okay, das kann man einsorgen für ein paar Pluspunkte. Und zwar Damage ab plus 1. Wunderbar. Zack, 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 zack. Und jetzt nehmen wir das hier mit. Wunderbar. Und gehen jetzt hier dran spielen. 1. Oh. 2. 3. 4. Wir haben jetzt sogar die Chance auf einen Angel Deal auf dieser Ebene. 5. 6. Gruselig sowas, ne? 7. Und 8. Bekommen wir vielleicht sogar ein Item? 9. Okay, hier ist der erste Engel. Okay. 10. Oh ja, es gibt Leben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wo ist der nächste Engel? 11. Ja, da ist der nächste Engel. Sehr gut. Und jetzt bloß nicht nochmal dran spielen. Okay, das nehmen wir mit. Sehr schön, wir können Mega-Satan machen, das ist wunderbar. Oh, ich bin gerade gehypt, ich bin froh. So. Versuchen wir den Daily Run doch noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Hier haben wir jetzt auch noch sogar den Sack der Säcke, der noch mehr Stuff droppt. Oh mein Gott. Okay, zeitlich sind wir auf jeden Fall so ziemlich auf dem letzten Platz, also puh. Letzter geht gar nicht. Letzterer. Ja, bekommen wir hier vielleicht noch Cricket's Head, um vielleicht, um vielleicht noch ein bisschen stärker zu werden, um Hasch zu erledigen. Denn der steht ja auch noch auf der Liste. The World und alles. Spades. Setz ein. Wir haben einen shiny Stein. Hermit brauchen wir jetzt nicht. Wir nehmen lieber jetzt The World und Credit Card mit. Genau, da können wir jetzt im... Na gut, wir bekommen jetzt hundertprozentig einen Angel Deal. Aber vielleicht kriegen wir noch eine Joker-Karte irgendwie. Ist auf jeden Fall trotzdem gut zu behalten. Oder finden den Schwarzmarkt... auf der Hasch-Ebene, das ist ja auch möglich. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Edmund mag doch Leute, die ziemlich, also sich Zeit lassen, also muss ich belohnt werden, komm schon. Dass ich jetzt alles mache. Die Black Rune, die macht einmal Damage im Raum, zack. Oh, das ging ja sehr geschmeidig runter, der Damage, okay. So, das alles mitnehmen, zack, zack, zack. Sehr gut. Sehr gut. Isaac, das bin ich. Mit meinem Sack. Okay, kein Angel, die leider schade. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall runter und bekämpfen auch noch H.
Hashi Boy. Ja, Delirium nicht. Delirium nicht, okay. Delirium nur, wenn er im Nachhinein dann spawnt auf der Chest-Ebene. So, was haben wir hier? Ach ja, durch Tour of Spades, stimmt ja, die werden ja doppelt eingesetzt, ganz vergessen. Ewos, wird das auch doppelt eingesetzt? Okay, kein Schwarzmarkt auf jeden Fall. The Moon haben wir hier, Chariot und The Sun schon wieder. Credit Card. Okay, was haben wir hier? Tiny Planet. Bin ich nicht so der Fan von, würde jetzt alles ruinieren, denke ich. Boah, bin ich auch nicht so der Fan von. Vielleicht ein bisschen Tiersap wäre nicht schlecht, das hier, das ist ganz gut. So, legen wir mal hier ein paar Bomben. Minus eins macht das nur, okay. Ich glaube, den Rest sauge ich nur ein. Das würde uns jetzt einfach nur, wir würden uns nur richtig krass quälen, wenn wir jetzt Tiny Planet mitnehmen. Beziehungsweise es könnte gut werden mit, weil wir alles bündeln. Naja. Okay, pass auf, dann mache ich das mal so. Das Gute ist halt, dass wir unser Space-Item dann sehr oft einsetzen können, weil wir ja Säcke droppen und in Säcken sind Batterien drin. Ich sauge euch mal so ein. Sehr gut, gucken wir mal, ob hier der Schwarzmarkt drin ist. Ich weiß jetzt nicht, was wir für einen Stat-Boost bekommen haben, aber ich hoffe, der hat sich gelohnt. Und hier ist der Schwarzmarkt. Ja, nein, leider nicht. Okay, gut, dann nehmen wir das jetzt mit und bekämpfen Hash. Wo bist du, mein Kollege? Sehr schön. Ja, wie gesagt, Tiny Planet habe ich mir jetzt nicht getraut. Ich wollte es nicht ruinieren hier. Ich will dann lieber doch Items mitnehmen, wo ich sicher bin, dass sie stark sind. So, da sind schon die ersten Säcke, die gespawnt wurden. Perfekt. Schön attackieren. Der Typ hält auch nicht sonderlich wenig aus. Ist das eine Joker-Karte? Ace of Clubs. Nee. Das Ganze jetzt in Bomben zu verwandeln, will ich jetzt auch nicht. Okay, hier ist eine Batterie. Wunderbar. Dann lassen wir direkt einsetzen hier. Das hat's ja gebracht. Wow. Okay, da fließt der Damage. Da fließt der Damage. Ah, schön im Schatten stehen. Perfekt. Ah, wohl nicht so ganz perfekt. Ist das hier vielleicht eine Karte, die mich stärker macht? Da. Boom, setz mir auch ein. Autsch, okay. Ich will hier bloß nicht zu viel Leben jetzt verlieren. Oh, die ganzen Säcke. Die ganzen tollen Säcke. Ja, komm, zeig dich jetzt. Okay, das hat gut gesessen. Auf jeden Fall so ein bisschen wehgetan. Unser Damage ist voll nicht cool gegen den Typen. So, aber dafür können wir jetzt bei den Fliegen ziemlich viel spawnen. Wow, da stand ich jetzt mittendrin. Ey, es kann sein, dass ich jetzt auch hier noch sterbe. Was ich natürlich nicht hoffe. Sehr gut. Haben wir hier noch eine Batterie drin? Wir machen jetzt unsere crazy Taktik. Hin und her fliegen und nebenbei Batterien aufsammeln. Was haben wir hier? Jera oder was? Vegas. Gut, setzen wir ein. Sind wir wenigstens befreit von Flüchen. Tour of Clubs, setzen wir auch ein. Setzen wir das hier ein. Oh, ich bin gegen Hash geflogen. Der hat mich fast wie ein Trampolin nach oben geschleudert zum Mond. Ausgewichen. Na, okay, hier sollten wir safe sein. Gott, die ganzen Säcke, ey. So, jetzt sind die 20 und dann Jera und dann, dann wird's abgehen. Vielleicht bekommen wir es dann noch irgendwie hin, so einen kleinen Gamebreak und dann können wir uns voll viele Punkte farmen. Ace of Clubs. Temperance. Einfach mal einsetzen und aus Versehen dran spielen. Perfekt. Ist auf jeden Fall geplant. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kann ich das hier einsaugen. Das macht aber kein HP-Upgrade, ne? Ne, es macht Luck ab. Jetzt brauchen wir irgendwie ein Item, das auf Luck basiert. Frage ist nur weg. Autsch. Du bist zu weit weg. Viel zu weit weg. Und jetzt versteckst du dich. Eine totale Katastrophe hier gerade. Komm jetzt raus. Wir müssen gleich auf die Punktzahl achten, um zu gucken, wie viel wir dazu bekommen. Also eigentlich nur ich. Ihr könnt zurückspulen und so, aber mich interessiert das jetzt. Ich werde nicht zurückspulen. Okay, so. Her mit dem Schlüssel alles aufheben hier. Na, komm schon. Der lässt sich aber auch Zeit, ne? Ja, gut gemacht. Nochmal einsetzen. Und jetzt aufheben und nochmal einsetzen oder so. Wieso schwach? Ach ja, ich kann hier nicht fliegen, Idiot. Sehr gut und nein! Das ist nervig. Tour of Hearts einfach einsetzen. Hier, zack, den ganzen Rest noch einsammeln. Gibt Pluspunkte. Wenn du dich jetzt gleich zeigen könntest, wäre das super. Ich würde mich freuen. Aber hier, Tour of Clubs. Komm schon. Jetzt. Komm raus da. Okay, ich rette mich so. Aber wir haben getroffen. Wir haben ihn getroffen tatsächlich. Und er ist tot. Er ist gleich tot. Er hat sich wieder im Boden versteckt. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Auch sehr unfreundlich. Okay, da hätten wir es jetzt. Schwere Geburt, Mann. Okay, was haben wir hier? Ace of Clubs. Nope, das setze ich nicht ein. Ich gehe jetzt auch nicht. Doch, ich gehe nach oben.
Denn Delirium gibt keine Pluspunkte, so wie es hieß. Deswegen machen wir jetzt einfach so weiter, wie es uns gesagt wird. Wir haben Ace of Clubs, ich will aber die Credit Card und the World. Und jetzt gehen wir hoch. Gut, dann hätten wir jetzt Hasch auch erledigt. Jetzt gehen wir hoch, machen die Kathedrale und dann machen wir auch noch Mega-Satan. Kommt her, liebe Punkte. Habe ich 5000 Punkte dazu bekommen? Ich glaube schon, ne? So, setzen wir mal The World ein. Wir bekommen ja so oder so noch die Möglichkeit, ne? Gibt es in der Chest eigentlich Zacki-Zacki-Räume? Ich glaube nicht, ne? Sonst hätte man sich noch in den Darkroom porten können. Dann wäre der einzige Boss, den wir nicht gemacht haben, also der Hauptboss, wäre dann, was das Ding macht, auch keine Ahnung. Der Hauptboss wäre dann Mega-Satan, nee, Satan, der ganz normale Satan, den hätten wir dann nicht gemacht. So, Zacki-Zacki-Raum, können wir es leider nicht reinspringen, aber ist auch nicht so schlimm. Verzeih ich dir, Spiel, verzeih ich dir. Yes, gib mir die ganzen Punkte. Einfach mal hier durchsprengen, obwohl hier kein Boss ist. Egal, ich mach's trotzdem. Gott, ich wäre schon dreimal fertig mit diesem Run, wäre ich hier durchgerascht, das will ich sagen. So, ich habe hier irgendeine Karte liegen lassen. Nein, gar nicht. Ich habe The World eingesetzt. Sehr interessanter Raum, habe ich noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich neu hinzugefügt worden. Aber auch sehr simpel, der Raum. What the fuck, was war denn das? Also da getroffen werden, das will ich sehen. Das will ich sehen, dass da einer getroffen wird. Und dann gibt es Räume wie die hier. Okay, schön bündeln unsere Schüsse und der andere schießt sie. Okay, wir können theoretisch... Ach, egal. Wir machen jetzt erstmal den Boss hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Komm schon, komm in die zweite Form und gib mir mal einen Sack mit einer Batterie. Perfekt, 3 Batterien sogar. Okay, so schnell aufheben die Batterie, bevor er auf... Ah, er fliegt weg. Mist, da hat er mich. Da hat er mich geblockt. Sehr gut. So, weiter geht's in die Chest. Ich bin hyped auf die Chest. Ich hoffe, wir kriegen gute Items jetzt in der Chest. Denn gute Items machen Spaß, tatsächlich. Jop. Minuspunkte hin oder her. 40.000 Punkte haben wir. Cool. Das ist nicht cool. Ich glaube, ich sorge das alles ein. Boom, da haben wir jetzt ein bisschen Damage dazu bekommen. Luck up wieder. Oh, schade, dass die nicht so cool waren, die Items. Diese Wehen sind zwar cool, wenn man getroffen wird und so. Wenn mein Bild darauf aufbaut, getroffen zu werden, aber... Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, diesen Effekt nur zu sehen, wenn man getroffen wird. Jetzt eine Worldkarte wäre super. Ich sag's nur. Okay, wenn beide rauskommen, dann flopp ich. Oder auch nicht. Gut. Da glaube ich doch Verschwendung. Yes, goldenes Herzchen, welches wir direkt bekommen in Form von Geld. Gib mir die ganzen Punkte. So, ich behalte meine Aufladung gleich für gefährlichere Gegner, die auftauchen werden. Junge, das nervt nur ein bisschen, die ganzen Säcke. Du willst halt alles aufheben. Oh, der Knockback ist auch super, genau. Zack, 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 aufgeräumt. Was haben wir hier? Platz für eine habe ich noch. The Fool, okay, ist ganz nett, wenn das jetzt der falsche Weg ist. Ah, guck mal, die Daily Runs sind tatsächlich auf Easy, ne? Diese Gegner tauchen nur auf Easy auf. Beziehungsweise manche sind bestimmt auf Hardcore. Kann das sein, dass einige Daily Runs dann diese rote Umrandung haben? Habe ich noch nie drauf geachtet. Okay, wir haben gar nicht diesen Effekt, dass der Schein runtergeht, fällt mir gerade auf. Ne, das brauche ich nicht, das sorgen wir gleich ein. Hier ist der Boss, wunderbar. Vielleicht noch ein kleines Batteriechen? Ja, der ist auf Platz. Nee. Ja, zack, 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 zack. Hier kriegen wir hundertprozentig eine Batterie. Da muss gleich eine Batterie droppen. Da kannst du gar nicht anders. Guck mal, der war auch gerade durcheinander. In welcher Form bin ich denn jetzt? Bin ich schon in der zweiten Form? Muss ich fliegen? Verdammt nochmal, er ist zu stark. Genau das hat er sich gedacht. Zu stark und muskulös. Okay, jetzt bloß nicht hier rein. Leider auch kein Delirium. Okay, pass auf. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück und machen Mega-Satan. Und hoffentlich gibt Mega-Satan Pluspunkte. Wenn nicht, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. So. Mit meiner Credit Card habe ich jetzt auch zu lang. Wieso muss ich doch bald? Bin ich allergisch auf irgendwas? Oh, nein, halt zurück. Ah. Haji oder so. Komm schon, gib mir jetzt eine Batterie. Magician, das ist bestimmt auch so lustig für den Mega-Satan-Fight. Der Pickel, was macht denn der? Creepshots. Ab und zu schießen wir da ganz komisch, ha? Ach so, stimmt, wir verlangsamen die Gegner. Da ist eine Batterie und vielleicht sogar... Ah. Okay. Hagelass oder was? Degas. Hab's nicht aufgepasst. Okay, haben wir hier vielleicht noch Ace of Clubs. Nein. Gut, dann pass mal auf, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz... Ne, das sauge ich jetzt nicht ein. Wir sagen lieber dieses Item hier unten. Nein, das kann auch ein bisschen Stats-Boost geben.
Dance schon, Dance schon. Okay, wir haben ein bisschen Shotspeed bekommen. Okay, gut. Dann passt mal jetzt auf. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz Megalappen fertig. Es gibt gar keine Mega-Satan-Tür im Daily Run. Habe ich recht? Es gibt gar keine Tür. Na gut, ich sag's ja, man lernt ja immer wieder was dazu. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich jetzt Platz 386. Das ist mir so unangenehm. Na gut, ups. Es hat euch hoffentlich trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn wir hoffentlich neue Mods spielen können. Das macht Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Oh, Mist.